So, es sind schon einige Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal hier im Bauträgerprojekt in Dresden waren und wir sind schon ganz guter Dinge. Es ist viel passiert. Wir haben in der Vergangenheit euch immer mal das ein oder andere Video aufgenommen. Diese schalten wir jetzt zusammen, damit ihr auch hier seht, okay, wo sind denn jetzt hier die Herausforderungen gewesen. Das legen wir natürlich offen und freuen uns, wenn euch das gefällt. Und wenn ja, lasst da gerne ein Like da. Solche Praxisvideos ist auch Mut von uns, das Ganze so öffentlich und offen zu kommunizieren. Macht nicht jeder, wir schon. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir uns da nicht verstecken brauchen. Mein Name ist Alexander Hermsdorf. Mein Name ist Anni Medemusa. Und herzlich willkommen bei Immobilien mit Kopf, Erstdenken. Dann bis hier. Es gibt immer Herausforderungen in einer Bestandsimmobilie, aber wie gesagt, wenn man geistig flexibel ist und da auch mit einem gewissen Baukostenrisiko rechnet, kommt man hier ganz gut weg. Denn die wichtigste Position bei der Kalkulation ist das Baukostenrisiko. Sollte man pauschal mit 20% kalkulieren. Ganz wichtig. Und was haben wir getan? Sind auch froh, dass wir es getan haben, weil es sind schon ein paar Risiken eingetreten mit Insolvenz, mit hier und da den kleinen Umzeichnungsmaßnahmen und was da so alles dazugehört. Aber wir haben es ja mit einkalkuliert und sind auch im grünen Bereich und gehört halt dazu. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei den nachfolgenden Videos. Und lasst es euch gut gehen. Wir sind jetzt im Keller und hier ist schon die neue Heizung drin. Einmal hier der Warmwasserspeicher und hier drüben dann die neue Gasheizung. Und als nächstes kommt hier der Elektriker rein. Er wird dann schauen, welche Leitungen man wo wie verlegen kann. Und dann sind wir hier schon wieder einen Schritt weiter. Nächster Kellerraum, Waschraum. Hier kommt hier jeweils eine Waschmaschine rein. Zu jeder Wohneinheit eine und diese läuft dann über einen separaten Stromkreis und über eine separate Wasseruhr. Das wird dann entsprechend gemessen und hier wird dann das Abwasser ganz regulär angeschlossen und dann kann hier losgewaschen werden. Der Raum wird dann als Trockenraum benutzt und so können hier die Bewohner ihre Wäsche waschen oder ihr Geld, je nachdem. So. Nächster Raum, hier ist der Anschlussraum. Hier kommt alles rein, was in so ein Haus gehört. Einmal die Elektrik. Waren hier der ganze Aufbau so groß, weil hier natürlich vorher 12 Wohnungszähler waren, weil zu jeder Wohnung gab es einen separaten Elektrozähler, was ja Quatsch ist. 4 reichen und wir werden das dann jetzt entsprechend umbauen. Elektriker kommen, wie gesagt, nächste Woche hier rein, um hier die Elektrik anzupassen und dann vorzubereiten für unsere Musterwohnung. Und hier seht ihr dann auch Wasseranschluss mit den Wasseruhren und hier auch der Gasanschluss, was dann dazugekommen ist. Ja, ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Internet ist hier Glasfaser, also super schnell alles. Und weiter geht's. So, jetzt zeige ich euch mal in diesem Raum das ehemalige Badezimmer, das jetzt gar nicht mehr so leicht als solches erkennbar ist. Ja, hier waren die Trockenbauprofile drin, die man hier unten erkennen kann. Hier hatten wir entsprechend die Trockenbauwand. Ist alles schon raus. Und hier befinde ich mich jetzt auf einer separaten Estrichplatte. Die muss allerdings auch noch rausgehoben werden, die können wir nicht erhalten, weil die eben mit dem Fliesengrund direkt verbunden ist. Deswegen wird die noch rauskommen. Und hier könnt ihr schon mal, ja, könnt ihr mal sehen, wie das Ganze so nackt aussieht, wenn nichts dran ist. Also zum Beispiel hier eine Kaltwasser-, eine Warmwasserleitung. Hier das Rohr zur ehemaligen Toilette. Und hier war entsprechend das Waschbecken. Ja, dieses Badezimmer wird es dann so nicht mehr geben. Also wir werden es ja nicht mehr neu machen, sondern die Wände werden alle versetzt werden. Das seht ihr dann ja auch nochmal im Grundriss. Dieses kleine Bad bleibt erhalten. Das wird das Kinderbad quasi.
Hier kommt dann eine Dusche hin und ein WC und ein Waschbecken, ganz klein und niedlich. Und hier sieht ihr die Steiger mit dem Warm- und Kaltwasserleitungen und Abwasser. Und auch hier Elektrik mit dran. Dort wird dann entsprechend die Trockenbauprofile reingeschnitten und unten dann mit der Hauptelektroinstallation verbunden. Die erste wirklich kleine Herausforderung war hier die Fließtapete. Das ist wirklich der letzte Mist, wenn das an einer Betonwand befestigt ist, weil wenn man hier drüber malt und diese das erste Mal befestigt, verbindet sie sich mit dem Ruderwalk im Beton und geht unheimlich schwer wieder ab. Also sie haben hier für diese eine kleine Wand einen Tag gebraucht und das ist einfach kostennutzenseitig absolut unrentabel, wenn man jetzt hier ewig die Fließtapete versucht abzukratzen. Aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, gehen wir mit dem Putz drüber und machen dann wieder den Feinputz drauf. Das Kinderzimmer, das Bad kommt natürlich weg. Hier wird die Wand dann zugemacht, wo das Trockenbauprofil ist. Und hier der Balkon. Der Estrich ist hier auch voll okay. Hier gab es einen kleinen Wasserschaden, minimal aber nur. Und hier sieht man wieder das Problem mit der Fließtapete. Wir befinden uns jetzt im künftigen Wohnzimmer und hier wurde schon die tragende Wand, der erste Teil, rausgenommen. Leider können wir nicht mehr rausnehmen, da es hier tragend ist und wir ein statisches Problem sonst bekommen. Deswegen hier ein einfacher 90er Durchgang. Es ist eine 60er Wand, ist ganz schön massiv und die Betonteile werden dann entsprechend entsorgt. Und dann war's das. Aloha aus der Badewanne. Zumindest aus der perspektivischen neuen Eckbadewanne, die jetzt noch nicht vorhanden ist, aber sie wird genau hier, wo ich jetzt stehe, dann hinkommen. Anschlüsse sind alle schon da, auch die neuen Wasserleitungen in einem schicken Rotton, den man allerdings dann nachher nicht mehr sieht. Wird natürlich wieder alles zugemacht. Hier sieht man noch die Dämmwolle, die Wasseruhren. Hier kommt das WC her, Spülkasten. Ja, und ansonsten, das wird dann die Türe sein. Ist hier schon 90er Maß ausgeschnitten. Also hier ist dann der Durchbruch. Wir haben nämlich die Grundrisse nochmal umgeplant, muss ich dazu sagen. Denn eigentlich wäre es ja so gewesen, ups, hier muss man auch aufpassen, dass hier das Elternbadezimmer entsteht und ich hier direkt ins Schlafzimmer gehe. Also hier wäre eigentlich die Tür entstanden und man hätte dann vom Elternschlafzimmer noch schön sein privates Badezimmer gehabt. Jetzt haben wir nochmal umdisponiert und machen aus diesem Raum zwei. Und nämlich genau auf dieser gelben Linie, wo ich jetzt stehe, wird dann eine Trockenbauwand gezogen. Dann wird hier links ein Arbeitszimmer entstehen und rechter Hand kommt ein Kinderzimmer hin. Das heißt, wir müssen dann hier auch noch einen Durchgang schaffen, damit man einerseits in das Kinderzimmer gehen kann und auf der anderen Seite in die Badewanne. Wir haben lauter Outtakes. Also, ich fange einfach nochmal dann an dieser Stelle. Hier muss man übrigens auch sakrisch aufpassen, dass es einem nicht herhaut. Das wäre mir heute schon dreimal fast passiert. Meine Schuhe schauen auch schon aus wie Sau. Aber das weiß man natürlich, wenn man auf eine Baustelle geht. Das dürfen auch dreckig werden. Aber hier ist es richtig klitschig, ja. Also da muss man übelst aufpassen. Das ist schlimmer als eine Bananenschale. Sollte man auch gut versichert sein. Ich verweise mal auf Versicherungen mit Kopf an dieser Stelle. Ja, jedenfalls haben wir ein bisschen umdisponiert, was die Grundrisse betrifft. Denn wir wollen natürlich so marktgemäß wie möglich im Nachgang anbieten. Und Fünfraumwohnungen gibt es einfach kaum in Dresden. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass Elternschlafzimmer war hier einfach sehr, sehr großzügig geplant, aber eigentlich verschenken wir damit zu viel Raum, denn Schlafzimmer verbringt man ja nur eine begrenzte Zeit am Tag oder eher dann tagsüber gar nicht und insofern wäre es viel verschenkter Raum und es ist sinnvoller, hier noch ein Arbeitszimmer zu schaffen oder auch Ankleidezimmer, Gästezimmer, das kann sich ja dann jeder nach seinen persönlichen Präferenzen einrichten, aber man hat eben diesen fünften Raum zur Verfügung und der liefert einen hohen Mehrwert für den Endverbraucher. Jetzt seht ihr den Grundriss. Hat sich wieder einiges getan, aber das ist jetzt die finale Version. Hieran wird nichts mehr geändert. Was ist passiert? Diese Wand hier wollten wir ursprünglich herausnehmen,
Ging leider nicht statisch und deswegen ist es hier bei diesem Türausschnitt geblieben. Das ging. Außerdem haben wir geändert das ehemalige Elternschlafzimmer von 23 Quadratmetern, war unserer Meinung nach viel zu groß. Und wir haben gedacht, okay, wenn wir dieses Zimmer teilen, steigert sich der Nutzwert. Und deswegen haben wir das Schlafzimmer der Eltern hier rübergezogen und hier zwei Kinderzimmer daraus geschaffen. Alternativ kann man das hier auch als Arbeitszimmer nutzen. Und damit hier kein Durchgangszimmer entsteht, haben wir hier den Flur erweitert und den Eingang ins Bad entsprechend verschoben. Das waren eigentlich schon die Änderungen. Was ist eure Meinung? Wie findet ihr den Grundriss? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Was seht ihr hier noch Verbesserungspotenzial? Dann lasst es mich gern wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Gute Deals. Lasst es euch gut gehen. Ciao.